Willkommen zurück zu Grandia. Aber letztes Mal hatten wir gesehen, dass Lean ein ziemlich großes Opfer gebracht hat, um uns mehr Zeit zu verschaffen, damit wir mit vielen zusammen vielleicht dann irgendwie die Welt retten können, weil an mir hängt dann quasi alles. Ich bin auserwählt und so. Und ja, Bina natürlich halt am Boden zerstört, weil sie hat ihre Schwester verloren. Und ja, Mullen ist jetzt drin und wir gehen jetzt da auch rein und schauen mal, was sie hier zu sagen haben. Now that Gaia has ceased its activity, this is our final chance, Fina. We must invade the interior of its body and crush the Spirit Stone, its power source. To do this, we need you. Because you are the only Akarian left in the world. And I will die. Just like in the myths. Just like in the mural I once saw. You're right. I cannot guarantee that you will live. Stop it, Mullen! Do you want to repeat the same tragedy? Don't involve Fina! The operation starts tomorrow morning. Fina, you must decide the rest on your own. I will not force you. Wait, Mullen! Have you forgotten Lean's words? We must now find a new path. Shut up, Justin. How do you plan to find such a thing? Where is this new path of yours? Well... I will fight. Fighting is the only way to open a new path. If you think there is another way, then speak up now, Justin. So you have no answer. Are you trying to make Lean's death meaningless? Stop it! My sister, Lean, must be really sad. Those she left behind to be arguing like this. Go home. This precious time that we gained in exchange for Lean's life is irreplaceable. Don't forget that. Justin, the new path that Lean spoke of, you think it really exists? Of course! I'll definitely find it. You'll see. If that's so, you should have said so to Mullen too. Why didn't you say anything to him? I'm sorry, Justin. I just don't know what to do. Don't give up. We still have time. It's so strange. My legs won't stop shaking. I'm scared. I don't want to die, Justin. Lean, vergib mir. Du hast uns zwar gesagt, dass wir es nicht auf diese Weise tun dürfen, aber ich kann nicht. Was muss ich tun? Lean, bitte sag es mir. Lena. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich will nicht sterben. Ich... Und sagt sie gar nichts mehr. Okay. Ja, wie dem auch sei. Fina meinte das, was sie gesagt hat, bestimmt nicht so. Also keine Sorge, nur die Ruhe, okay? So habe ich Fina noch nie erlebt. Das hat mich erschreckt. Fina. Lean, hilf mir. Sag mir, was ich tun soll. Der Rotschopf. Gina. Was ist denn los? Du siehst ja ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Aha, selbst wenn eure Stadt zerstört wird, seid ihr Mobile immer gut gelaunt, wie? Was würde Guido in Zeiten mit diesen sagen? Das ist es, Guido. Was ist denn mit ihm passiert? Ist er von seiner Reise zurückgekehrt? Vielleicht kann er mir sagen, was ich tun soll. Vielleicht weiß er den nächsten Schritt. Er ist gerade zurückgekehrt und er erwartet dich. Er möchte dich sprechen. Okay, komm, gehen wir zu ihm. Er wird schon irgendwas wissen. Das muss er.
Okay. Wo genau, wie genau? Keine Ahnung. Hier geht's auch nirgendwo durch, ne? Es gibt immer nur einen Weg im Moment. Boah, war die Stadt hier so frei begehbar. Jetzt, wo alles in Schutt und Asche liegt, sieht das alles schon ganz anders aus. Ui, ui, ui. Hier geht's auch nicht durch. Hier sind wir im Mogai-Bezirk. Hier war doch das Haus des Ältesten. Ja, geht das Haus. Ich erfahre alles, Justin. Du bist zur großen Prüfung erschienen. Gedo, bitte. Bitte sag mir, wie ich die Welt retten kann, ohne dass Fina stirbt. Ich weiß einfach nicht, was Lin gemeint hat, als sie von einer Antwort sprach. Ich weiß es nicht. Justin, Gaia ist nicht tot. Du hast immer noch ein großes Problem. Und vor dir liegt eine harte Prüfung. Du kümmerst dich um alles allein. Es ist wohl Zeit, um Hilfe zu bitten. Um Hilfe bitten? Ich bin überrascht, dass du nicht daran dachtest. Jeder kämpft besser, wenn er nicht nur für sich kämpft. Das gibt mehr Kraft. Jetzt kämpfst du für die wichtigste Person, also brauchst du mehr Kraft. Die wichtigste Person? Natürlich, Fina. Bingo. Jetzt hast du es kapiert. Jetzt weißt du, was du tun musst. Ich denke, wenn du mit Fina zusammenarbeitest, dann schaffst du es. So wie bei Ziel Pardon. Ja, das ist es. Ich mit Fina. Danke, Guido. Ich muss mit Fina sprechen. Ich weiß nicht, ob er das so ganz verstanden hat, aber... Guido... Gibt jetzt auch nicht unbedingt die beste Hilfestellung. Sagen wir es mal so. Also, um Hilfe bitten. Zusammen mit Fina... Nicht nur Fina um Hilfe bitten, ne? So, ist jetzt hier? Sie ist nicht da. Hm, Fina? Hey Jess, sie ist weg. Das ist... Warum? Das ist das Heldenarmband, eines der Heldenarmbänder, die Fina und ich aus Deid haben. Warte mal, nein, Rapp, sie ist im Lager. Auf zum Lager! Feldbasis. Hallo? Das Leutnant Lin, da dieses Mädchen namens Fina, was hat Oberst Mullen eigentlich vor? Wir kämpfen nicht gegen einen Feind, den man durch Opfer besiegen kann. Ist mir egal, wie erfolgreich sie ist, welcher Sieg ist einen solchen Preis wert? Tja. Feldlager für Kaufsteller. Nee, da wollen wir nicht hin. Offizierszelt. Das ist auch nicht erst was. Hey Jess, sieh mal, Papagei. Diese Vögel können sprechen lernen. Ehrlich? Die können sprechen? Cool. Bringen wir ihm was bei. Justin ist absolut fantastisch. Justin ist absolut fantastisch. Absolut fantastisch. Justin. So ist es brav. Komm schon. Wir haben keine Zeit, unsere Vögel abzugeben. Fantastisch. Justin ist absolut fantastisch. Fantastisch, Justin. Wenn er auch sterben soll, wird er wahrscheinlich im Flug sterben wollen. Es wäre nicht richtig, ihn mit uns Menschen gefangen zu halten. Ich hoffe, er schafft es. Ich sollte ihn lieber freilassen. Und Offizier Fina war mit Oberst zur Lionlord unterwegs, die im Norden vor Anker liegt. Der Oberst hat allen, die für die Operation nicht benötigt werden, befohlen, das Gebiet zu verlassen. Sie sollten daher lieber verlegen. Wenn ich doch nur ein Pilot wäre, dann könnte ich mit ihnen kämpfen. Ja, aber dann hast du auch ein Suizidkommando. Also im Norden hier irgendwo, ja? Hier war das, glaube ich. Fina, warte! Du musst nicht gehen. Ich halte Gaia auf. Ich schaffe das. Justin, ich verstehe, wie du dich fühlst, aber du kannst Gaia nicht stoppen. Justin, danke. Ich weiß noch, wie du Baal den Stein gegeben hast, um mich zu retten. Ich wusste, wie du dich fühlst. Aber jetzt? Gaia wurde erweckt und viele sind gestorben, sogar meine Schwester.
Nun bin ich an der Reihe. Ich muss vor Gaia schützen, was immer ich kann. Die Welt und auch dich, Justin. Fina, nein! Warte! Ich gab Baal den Geisterstein. Also es ist meine Schuld und ich sollte... Ja. Dafür wurde ich geboren, als Ikarierin. Das ist etwas, das nur ich tun kann. Wenn Gaia nicht gestoppt wird, wird alles sterben. Also muss jemand sie jetzt aufhalten. Es ist meine Pflicht als Ikarierin. Ich bin Ikarierin. Und muss es tun. Und du? Du, mein Süßer? Justin? Justin, leb wohl. Vergiss mich nicht. Sag tschüss, Fina. Tschüss, Fina. Und jetzt? Wir finden dich allein hier. Ab, Lehrte. Gehen wir. Was? Gehen wir? Was redest du denn da? Gehen? Wohin denn? Für dich gibt es nur einen Platz, mein Freund. Und das ist auf Finas Seite. Hey, sag was. Du gehst mit Fina, nicht wahr, Jess? Ich kann Fina nicht schützen. Ich kann Gaia nicht stoppen. Warum also sollte ich gehen? Du bist der größte Idiot, dem ich jemals begegnen musste. Ich kann es nicht ertragen, dich aufgeben zu sehen. Ich gehe mit Fina, Jess. Du bist ein Feigling. Ich habe jeden Respekt vor dir verloren. Und wir sind noch keine Freunde mehr. Geh mir einfach aus den Augen. Justin, willst du das wirklich? Wolltest du nicht eine Zukunft schaffen, die meine Tafel rot färbt? Ich verstehe. Dann will ich keine Zeit mehr mit dir verschwenden. Ich kehre nach Allen zurück. Selbst als jemand, der auf das Vergehen der Ewigkeit wartet, muss ich sagen, das war Zeitverschwendung. Das war übel. Richtig gedisst. Und es regnet. Hier ist anscheinend auch keiner mehr. Ja, wenn das nicht Justin ist, keiner scheint dich mehr zu brauchen. Nicht, dass Oberst Mullen oder sonst jemand uns je gebraucht hätte. Oberst Mullen hat uns gebeten, alle Soldaten nach Hause zu bringen, die nicht am letzten Angriff teilnehmen. Wir wollten mitmachen, aber Oberst Mullen sagte, ich überlasse die übrigen Soldaten eurer Abhut. Wir hatten unsere Differenzen, aber die Armee löst sich jetzt auf. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Lauf weg, solange du noch kannst. Es bleibt kaum noch Zeit. Du bist jetzt einer der Überlebenden. Vergeude dein Leben nicht. Okay, ausrücken. Wir kehren zurück nach Messina. Hallo. Alle sind vor Ort. Was ist mit mir? Wo soll ich hin? Zu der Truhe, die hier irgendwo steht, die ich gerade gesehen hatte. Ja. Mit Laufsamen. Mit denen kann ich besser laufen. Kann ich direkt verwenden. Ja, also wenn schon, denn schon. Dann, keine Ahnung wohin. Da liegt noch Gold. Die Armee hat nur die Hälfte mitgenommen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Jetzt so allein und so. Ich mag's haben. Benutzen. Zack. Das Einzige, wo wir hingehen können, ist die Savanne. Sonst nirgends mehr. Ich wollte unbedingt ein Abenteurer werden. Was tue ich denn an einem so abgelegenen Ort?
Hallo, bist du auch allein? Haha, du bist genau wie ich. Der Größte, du bist der Größte, der Beste. Was kam ich nur auf die Idee, ich könnte die Welt retten? Eine neue Zukunft schaffen, die Geschichte neu schreiben. Was habe ich mir nur gedacht? Vergiss die neue Zukunft. Ich bin nutzlos. Ich kann überhaupt nichts tun. Das Ende der Welt zu überqueren, einen Weg nach Alent zu finden, das alles bedeutet überhaupt nichts. Ich kann auch nicht mal das Mädchen beschützen, das ich liebe. Lean, es tut mir leid. Ich konnte diesen neuen Weg, von dem du sprachst, nicht finden, Lean. Geister? Ruft ihr mich? Hey! Das ist der Weg nach Cipadon. Das ist es, Guido. Vielleicht kann Guido mir sagen, was ich tun soll. Um Hilfe bitten. Wie wär's, wenn du Geister um Hilfe bittest, nein? Wir haben doch schon von Legenden gehört, wo dann Menschen mit Geistern gesprochen haben. Hier ist ein Loch. Wo ist jetzt Guido? Hier geht's auch nicht rüber. Saftladen. Was mit dir? Wir haben einen Ort der Ruhe daraus gemacht. Die, die am Wiederaufbau arbeiten, können sich hier erholen. Das Verlorene wird nie wiederkehren. Und das ist die Wahrheit. Wir werden also einfach etwas Neues schaffen müssen, weißt du? Okay. Mach mal. Ich versuche hier einen Weg zu finden, um Guido zu finden. Alle Bewohner arbeiten gemeinsam daran, die Stadt wieder aufzubauen. Das wäre vorher nicht passiert, aber nun bilden sich überall auf dem Kontinent Gruppen, um Gaia aufzuhalten. Den ganzen Kontinent? Wow, die Leute strengen sich wirklich an. Cipadon war nur ein Haufen Trümmer, aber nun wechselt es an jedem Tag. Ich weiß nicht wann, aber so wie es läuft, wird es bald komplett wieder aufgebaut sein. Mal abwarten. Freunde auf dem ganzen Kontinent haben uns Material geschickt, um die Stadt wieder aufzubauen. Ich überwache den Materialbestand und kontrolliere die Lieferungen. Ich arbeite Tag und Nacht. Mann, bin ich müde. Aber je müder ich bin, desto mehr von Cipadon wird wieder aufgebaut. Okay. Ja. Guido, das Geld, das du und die anderen Mogai uns gegeben habt, hat uns so sehr geholfen. Ich schäme mich für die Dinge, die ich über dich gesagt habe. Ich hatte einfach keine Ahnung. Schon gut. Für Zeiten wie diese ist das Geld schon doch da. An die Arbeit. Oh. Dann war das also alles dein Plan, Guido? Ihr Mogai wusste die ganze Zeit, was irgendwann passieren würde? Echt cool. Sowas könnte ich nie. Bin einfach nicht der Typ, der lange im Voraus planen kann. Ich wünschte, ich wäre besser im Planen. Dann wäre ich auch nützlich. Ah, ich hab's. Guido, ich kann dir helfen, oder? Bitte lass mich helfen. Keine gute Idee, Justin. Ich glaube, du bist nicht gemacht für diese Art von Arbeit. Oh Menno, ich hätte nie gedacht, dass ich so nutzlos bin, dass sogar du mich wegschickst. Was? Wegschicken? Du verstehst nicht, wie Mogai denken. Mogai schicken gar nichts weg. Weißt du warum? Sieht etwas unnütz aus, hat es trotzdem eine Seele in sich. Man kann es trotzdem gebrauchen. Wir sind Mogai, wir gebrauchen alles. Ja, aber... Aber Guido, bitte, lass mich irgendwie auch helfen. Was anderes kann ich nicht. Justin, du hörst mir immer noch nicht zu. Jeder hat eine eigene Rolle. Ich hab's vergeigt. Ich bin nutzlos. Was kann ich schon? Gar nichts. Das glaubst auch nur du, Justin. Sieh dir das an. Sind das die Geister? Was? Warum sind sie hier? Damals in Zeiten lebten Menschen und Geister zusammen, bis Gaia den Menschen das Herz brach. Und niemand hat versucht, die Herzen wieder zusammenzufügen. Niemand konnte es. Aber Justin, du bist so weit gekommen, ich wusste, du schaffst es. Wer? Ich? So weit gekommen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Fina hat Cipadon gerettet. Den hat Gaia aufgehalten. Mullen schlägt die letzte Schlacht. Nicht ich. Ich sauge zu nichts. Gar nichts. Justin, vielleicht willst du ein Held sein. Aber was kann ein einziger Mensch tun? Ein einziger? Allein? Gar nichts. Und ich bin allein. Und deshalb... Ah. Du glaubst, du bist allein, Justin. Verstehst du es immer noch nicht? Justin! Sue?
What are you doing here? And everyone else, too. We're here. Everybody. Why? Justin, your hard work here will prove you're a real man. Women dream of being saved by the man they love. Of course, that goes for Fina, too. That's right, Justin. It's not like you to get so down like this, Justin. Besides, aren't you breaking your promise? You said you would explore the world with Fina together forever. But Fina must face her fate as an Icarian. There's no way of escaping that. Liete? That's why you must create a new path. You are the only one who can break open doors shut tight against all reason. Well, the point is, Just, that both me and you, we ain't cut out for thinking too hard. Exactly. Rather than thinking too hard, let's just do it, okay? It'll work out somehow. I just know it. Rap. Liete. I, Gatwick, certainly see your greatness as a warrior. And as a man, you have good friends, Justin. Everyone. Look, and you can see that you are not alone. This is your true power. Das sind nicht nur die Leute hier, du bringst die ganze Welt zusammen. Du hast den Samen gepflanzt. All das ist deine Stärke. Also nutze deine Stärke, um die Welt zu retten. Das ist dein Job, oder nicht? Justin, na los jetzt, du musst Fina retten. Und du hast versprochen, den versteinerten Wald zu richten, oder? Die Ketten des Schicksals sind gesprengt. Ich werde meiner Tafel selbst eine Farbe geben können. Ihr habt recht. Ich trage Kraft in mir. Damit sie sich zeigt, musste ich mit euch allen zusammenarbeiten. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Ich bin nicht allein. Ihr alle seid bei mir. Geister, ich komme. Wie auch immer, dann halt jetzt zu und Gavin halt jetzt in der Kürze der Würze hierher kommen konnten. Ne, aber okay. Vielleicht mit Hilfe der Geister, ich weiß es nicht. Was ist das? Das Tor der Geister. Dasselbe Portal öffnete sich bereits zu Beginn der Angelo-Zivilisation für jenen, der die Wahrheit verkörpert. Ich hatte geglaubt, der Geweihte sei nur im Ursprung erschienen. Aber jetzt weiß ich, dass ein Zweiter gerade geboren wird. Und das bin ich. Die Geister haben dich für würdig befunden, das Heiligtum zu betreten. Damit du eine neue Welt erschaffst. Die Geister? Mich? Du wurdest auserwählt als neuer Besitzer des Geistersteins. Komm, Justin, wir betreten das Heiligtum der Geister, folge ihrem Willen. Dann werden sie dir mit Sicherheit ihre Macht leihen. Das werde ich. Das werde ich. Auf zum Heiligtum. Okay. Hey, Sue. Achso, ganz schön. Ich wusste immer, dass du würdig bist. Aber du bist besser, als ich dachte. En garde, Krieger. Das würde ich normalerweise sagen, aber du hast noch was zu erledigen. Gatwin? Geh, rette Fina. Ich komme wohlbehalten wieder zurück, damit ich dich herausfordern kann. Okay. Ich hätte eigentlich genug Zeit haben sollen, um eine Lady zu werden, ehe ich dich wieder sehe. Eigentlich. Aber weißt du was, Justin? Du siehst klüger aus als beim letzten Mal. Okay. Ah ja? Ist mir nicht aufgefallen. Ja, auf jeden Fall klüger. Vielleicht liegt's am Gesicht. Egal. Mich brauchst du ja nicht, oder? Also trödle nicht, sondern rette endlich Fina. Verstehe einer die Männer. Plötzlich war Darling ganz traurig, aber irgendwie süß. Justin, Junge, hör mir zu. Frauen muss man manchmal vor sich selbst retten. Fina wartet auf dich. Das ist eine ganz verbissene. Sagt wahrscheinlich gar nichts. Will aber am liebsten in den Arm genommen werden. Und wie ich das sehe, bist du der Richtige dafür. Gut,
Ich hoffe, du fragst jetzt nicht mehr, wie du hier helfen kannst. Du hast eine größere Rolle zu spielen. Wir machen unseren Job, du machst deinen. Ist gut, oder? Wenn es schief geht und du es vermasselst, geht unsere ganze Arbeit den Bach runter, nicht wahr? Aha, aber das passiert nicht. Du hast noch nie versagt. Wir glauben an dich, Justin. Okay, na dann. Auf in die neue Welt, mehr oder weniger. Geisterheiligtum. Wupp, wupp. Wo ich auch hier mal speichern kann. Was grundsätzlich gar nicht verkehrt ist. Und dann düsen wir hier mal irgendwie durch. Das ist bestimmt ganz toll. Da muss ich wahrscheinlich hin. Zu dem Magier, der ein bisschen aussieht wie in dem einen Spukschloss da. Okay, jetzt haben wir ja auch noch andere Wege, die sich geöffnet haben. Und zahlreiche tolle Gegner. Ich will die Kiste da vorne. Ein Wiederbelebungsring. Oh, toll. Den brauche ich ja. Mist. Der stand mir im Weg. Ich kann nichts dagegen tun. Kann es nur töten. Stirbt, stirbt. Rotstoß, yeah. Tränen und so erinnert mich irgendwie an Super Mario. Wenn sein Umhang sich dreht oder wenn er irgendwie Blöcke im Drehen dann kaputt macht. Naja, was soll's. So. Okay, jetzt haben sie sich wieder woanders irgendwelche Weg aufgetan, da unten. Das ist ja leicht verwirrend gemacht. Ich glaube, ich muss runter. Oder ist das jetzt... Ah, das ist oben auf dieses Kreuzung, wo sich der Weg aufgetan hat. Schon schwer zu erkennen teilweise. Ein Geist im Weg, ein Geist im Weg. Kreatur heißt es einfach nur. Okay. Bitte warten. Oh, die andere Kiste. Ein Machtmesser. Und dann geht's hier nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt auf der anderen Seite lang. Schau noch mal ganz kurz, ob das Machtmesser jetzt hier was ganz Tolles ist für Rapp. Tatsächlich ja. Umsetzlich Angriff mehr, Angriffsreichweite. Wow. Es hat auch Wow drin. Cool. Also hier diesen coolen Erdzauber. Also wieder ein Elementarangriff. Naja. Was willst du machen, ne? Kannst du machen nichts, kannst du machen, gucken zu. Hallo, ich wollte da nicht hoch. Geh mal hier lang. Ja, das war ganz nett. Bis jetzt. Kreatur wird nur umgehauen. What a cinch. Das ging schnell. Gerne öfter mal schnell sein. Hier geht's dann irgendwie hoch, okay. Jetzt ist es gerade echt schwer, hier den Weg zu erkennen. Das wird schon. Irgendwie. Stachelrochen. Das ist eigentlich aus dem Mantrochen geworden, auf dem wir geflogen sind. Der ist jetzt im Ruhestand hier. What a cinch. Okay. Noch mehr Wege.
noch mehr Kreaturen. What a cinch. Okay. Sind wir schon da? Sind wir fast da? Ich weiß nicht. Eine Unifrucht. Alles benutzen. Alles, was Justin gebrauchen kann, einfach benutzen. Okay, jetzt haben wir bunte Wege. Ui, toll. Gehen wir zum Roten. Rot ist eine schöne Farbe. Das hat nicht so gut funktioniert. Nehmen wir das Blaue. Das Neue. Zwischen da? Nein. Und jetzt? Sind wir wieder hier. Ui, toll. Dann nehmen wir halt den grünen Weg. Irgendwo muss es ja weitergehen. Eine Magfrucht. Mag ich nicht. Und wieder hier. Und wieder der blaue. Wieder hoch. Geht nicht. Maximum verwirrt. Bin gefangen. Für immer. Oh, wieder der blaue. Geh nicht zurück. Hier passiert aber auch nichts. Drüben auf diese Plattform rauf, weißt du? Ist aber nicht. Jetzt haben wir das wieder. So ein Laufrädchen muss es in der richtigen Reihenfolge belaufen. Ich hab keine Ahnung. Oh, hier ist ein grüner. Das hatten wir so vorher noch nicht. Bringt uns aber auch wahrscheinlich eher nichts. Haben wir da einen roten. Kommen wir auch wieder nur hier hin. Wir haben jetzt eigentlich alle Möglichkeiten durch. Bin verwirrt. Ich kann ja immer nur bestimmte Wege gehen. Lande ich dann beim Blauen zum Anfang. Bleiben. Erst den Roten. Dann habe ich hier nämlich hier den Blauen, der dahin geht. Wenn ich hier den Grünen dann nehme, habe ich hier den Grünen. Dann kriege ich, glaube ich, wieder den Roten. Auch hier im Blauen. Der dahin geht und dann wieder wahrscheinlich den anderen blauen öffnet zum anderen. Nehmen wir den roten. Jetzt haben wir wieder den, der zum Anfang kommt. Das heißt, nicht so. Okay, also nochmal den roten. Verkehrt.
Den blauen leiten wir hier das hier ein. Also nicht den blauen nach dem roten. Dann nehmen wir den grünen. Ich habe auch von der einzelnen Plattform hier keine andere Möglichkeit. So. Nee. Er führt mich ja jetzt auch wieder zurück zum roten. Okay. Vielleicht dann nicht den roten, sondern den blauen. Warte. Grün. So, und jetzt im blauen. Und jetzt haben wir einen ganz anderen blauen. Okay. Also es war schon irgendwas von wegen Reihenfolge beachten und so. Ui. Okay. Ja, ist okay. War nun klar. Da sind nur zwei Kreaturen. Von den Kreaturen habe ich gesehen. Gegner? Das sind aber ganz schön viele. Dämonen-Neo-Kugel des Todes. Try this, Howler. Piu, piu, piu. Easy. Muss man ja mal ausnutzen, so was, ne? Okay. Ja, das sieht sehr gut aus. Was jetzt? Schnarcht der oder was macht der? Eine Aktfrucht. Jo, passt. Da will ich nicht. Weil ich glaube, ich müsste dahin, um da nochmal eine Kiste zu öffnen. Kann das? Dann gehen wir da doch nochmal hin. Vielleicht ist da ja was ganz Tolles drin. Nee, dann nicht. Da muss ich jetzt einen ganz anderen Weg nochmal gehen. Nee. Dann sagen wir lieber diesen Boss hier alle. Dich kennen wir schon. Schnatz dich um. Du Magierkönig. Ich kann hier nochmal eine Neodym-Kugel machen. Gar kein Problem. Und schon halb tot. Du. Machst. Den Markstab. Der hat beim letzten Mal schon so schön funktioniert. Und du machst Himmel und Erde Schnitt. Prepare yourself. This is it. Vielleicht reicht das jetzt auch schon. Jo, alles klar. Alright. Big win for us. Okay. Gaia, ich komme. Nee, warte. Bloop. Von hier an darf nur noch der Auserwählte den Weg beschreiten. Das bist du, Justin. Erzähle den Geistern deine Wünsche.
Wenn deine Wünsche Gehör finden, wird sich die Welt, die Menschheit, verändern. Okay. Ich mag keine Treppen, weißt du was? Ich renne dir nicht länger hinterher. Aber eins weiß ich, Jess, du bist in Ordnung. Dieser Wahrheit und Harmoniekram ist mir egal, aber Jess, du schaffst das. Also, tu, was du tun musst und komm dann zurück, ja? Dies ist der Ursprung aller Dinge, von denen in Sagen berichtet wird, wo die Geister in Harmonie mit den Menschen leben. Nur der Geweihte darf eintreten, so erzählt man es sich. Du, Justin, von den Geistern angenommen, tritt ein. Tritt ein, o Held, und schreibe eine neue Epoche in der Geschichte. Okay, ich geh da mal. Es war ein langer Weg, aber jetzt bin ich hier. Hier bin ich, um die Antwort zu erfahren. Ich will wissen, was euch Geistern und uns Menschen verloren gegangen ist und was wir schützen müssen. Ich will wissen, was wir aufbauen müssen. Deshalb bin ich hier. Wir Menschen haben immer wieder die gleichen tragischen Fehler begangen. Wie in der Sage der Ikaria. Wir verloren Lin, wir ließen Lins Tod zu und jetzt Fina. Wir wiederholen die Tragödie einfach immer nur wieder. Sind wir Menschen so schwach, können wir nichts ändern? Ich weiß, wir können es. Wir können unser Schicksal ändern. Genug davon. Nicht noch mehr Opfer. Ich ertrage nicht noch mehr traurige Gesichter. Ich will die Ketten der Traurigkeit sprengen und eine Welt voller Harmonie mit euch Geistern erschaffen. Also bitte helft mir dabei. Da sind wir beim Hilfe erbitten. So geht es nicht weiter. Gebt mir die Kraft zu kämpfen, um eine neue Zukunft zu erschaffen. Weiter so, Jazz. Ich wusste, du kannst das. Der Mythos von einst ist wahr geworden, Justin. Endlich hast du sie erlangt. Die Macht der Ikaria. Die Menschheit mit der Welt zu vereinen. Jetzt verstehe ich endlich. Die Geister haben uns immer die Hand gereicht, um eine neue Zukunft zu erschaffen. Die Wünsche der Geister erreichen sie beide, Fina und Mullen. Und wir kommen direkt bei der J-Basis raus. J-Basis, Mama, J-Basis. Aber wieso? Wie es scheint, ist Gaia in die letzte Phase seiner Metamorphose gekommen. Die fehlten Flügel. Oder der ist noch nicht ausgereift. Da haben wir die vier Flügel der Ikaria. Mehr oder weniger. Ist das Feenstaub? Ach nee, das ist Gaia-Staub. Mit alle versteinern müssen. Oje, oje, oje. Es bleibt keine Zeit mehr. Die Sporen von Gaia wurden in alle Winkel der Welt verstreut. Wenn nichts dagegen unternommen wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gaia die Welt beherrscht. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen. Na los, Rab, Lierte. Die unterirdischen Gänge der J-Basis müssten uns zu Gaia führen. Oh. Weiß Bescheid. Justin, Rab, spürt ihr das?
Das Gebäude hat einen Riss bekommen. Gaia wächst. Tief da drin muss es einen Ort geben, der uns zum Herzen von Gaia führt. Und dann auf, mehr oder weniger. Aber das und mehr in der nächsten Folge von Grandia. Ob das dann schon die letzte Folge wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir finden es heraus. Bis dahin, Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.